Moin moin und willkommen zu diesem Replay mit der Nelson. Auf der Karte Tränen der Wüste. Sashi 1991 hat hier HMS Nelson ausgeführt. Und ja, mit mir zusammen damals, sieht man ja an der rechten Seite, die Scharnhorst, bin ich da gefahren. Kommen wir gleich zu den Skills, die hier platziert wurden. Er hat den Kapitän geskillt mit Beschussalarm, Elite-Schütze, Inspekteur und Tarnungsmeister. Das ist ein typischer 10er Kapitän. Und dazu das Schiff mit Hauptbewaffnungsmodifikation 1, Zielsystemmodifikation 1, Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1 und Steuergetriebemodifikation 2 ausgestattet. Das ist ein solider Skill. Ich persönlich habe die HMS Nelson ein bisschen anders geskillt. Ich habe statt der Steuergetriebemodifikation eher die Motormodifikation gewählt. Aus dem einfachen Grund, weil man mit der Nelson häufig steht und man eventuell immer schneller anfahren muss, um irgendwelche Torps auszuweichen. Ebenfalls habe ich auch Elite-Schütze nicht da eingebaut, weil die Türme sich extrem schnell bei der Nelson drehen. Die Turmdrehzeit standardmäßig liegt bei 45 Sekunden. So, Tränen der Wüste, Epizentrum, total geile Karte. Ich hasse diese Karte, um ehrlich zu sein. Bis jetzt nicht so häufig richtig geile Gefechte hier gehabt, aber das ist mein eigenes Befinden. Wollen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier so verlaufen hat. Da bewegen wir uns hier in Richtung Süden der Karte. Unser Team ist gleich reingefahren ins Epizentrum, um schon mal gleich mal den Cap voranzutreiben. Das ist ja auch nicht mehr so gang und gäbe. Es gibt ja immer wieder so Zufallsgefechte, wo man denkt, was machen die eigentlich? Haben die Epizentrum nicht verstanden? Aber hier lief das ganz gut. Was kann man zu Nelson denn erzählen? Nelson ist ein Premium-Schiff Tier 7, ihr wisst wahrscheinlich, die meisten von euch, man benötigt 375.000 Free XP, um dieses Schiff freizuschalten. Man kann es nicht im Store kaufen. Trefferpunkte von dem Schiff seht ihr längst schon 59.400. Die Panzerung beträgt 9 mm bis 406 mm. Man kann generell sagen, bei der HMS Nelson ist das Schiff so ausgelegt, dass alles, was vorne ist, relativ gut gepanzert ist und ab dem Schornstein oder dahinter wird die Panzerung massiv schlechter. Allgemein guckt die Zitadelle auch ein Stück weit über die Wasserlinie hinaus. Das bedeutet, wenn ihr mit eurem Schlachtschiff relativ nah an der Nelson seid, habt ihr eine relativ gute Chance, Zitadellen zu kassieren. Ich habe es bis jetzt glücklicherweise mit meiner Nelson erst einmal erlebt, dass ich Zitadellt wurde. Oder zweimal, aber es war schon sehr, sehr selten. Also von daher geht das schon ganz gut. Solange man die Spitze zum Gegner stellt, ist das eigentlich ein relativ gutes und sichere Schiff und man kann den Schaden kontrollieren. Eine ganz großen Besonderheiten bei der Nelson ist eben das, was die Briten so auszeichnet, ihr Superheal und ihre große Brandwahrscheinlichkeit. Der Superheal ist mit der Flagge geskillt, ich glaube bei ungefähr 14.425 Punkten. Bei einer Aktivierungsdauer von 20 Sekunden kann sich jeder ausrechnen, bist du bei fast 30.000 Trefferpunkten, die man wiederherstellt. Was schon ziemlich genial ist in vielen Gefechten. Man muss sie ehrlicherweise ganz gut einteilen. Man muss genau das richtige Timing haben. Ein bisschen Puffer sollte man sich immer einbauen, aber das macht überhaupt nichts, wenn das Schiff kurz vorm Tod ist, wenn er dann erst raufdrückt. Das stellt quasi über die Hälfte der Trefferpunkte wieder her. Es sei denn, es war ein Zitadellentreffer. Ne, darf man auch nicht vergessen. Da sind die ersten Mumpel in der Luft. Einmal HE ist raus auf die Atago. Besser gesagt auf die Miyuko. War ein bisschen daneben. Ich habe hier vorne in meiner Scharnhorst schon ein bisschen was kassiert. Ich fahre schon wie so eine Bratwurst durch die Gegend. Röstbratwurst. Weicht da erstmal so ein Stück weit aus. Und Sashi macht es mir so ein bisschen nach. Hat aber auch daneben gerotzt. Ja, ich würde mit der Nelson auf jeden Fall bevorzugt immer HE verschießen. Oh, angezündet. Hat er schon mal. 2.500 Damage, die ersten Trefferpunkte sind im Spiel getroppt. Für ihn. Ja, was kann man noch sagen? Die Durchschlagskraft der AE-Granaten bei den Briten ist ein Viertel des Kalibers, was verschossen wird. Bei allen anderen ist es üblicherweise so, dass man nur ein Sechstel der Durchschlagskraft hat des Kalibers, was man selber verschießt. Was bei 406 mm ein Ticken mehr als 100 mm sind. So. Jetzt kriegen wir hier so ein bisschen Besuch. Eine T-22, eine Yugumo, die da ist. Da ist man natürlich mit HE-Granaten relativ gut aufgestellt. Gerade ein Volltreffer gelandet. 6.900 Trefferpunkte ist schon richtig geil.
mit dem Riesenkaliber und dann auf HE mit dem großen Schaden, den die machen, ist die Overpenetration nicht so stark. Und man kann auch gut gegen Zerstörer kämpfen. Jetzt geht es schon darum, dass er hier der Insel ausweichen muss. Da zielt er jetzt auf die andere Nelson. Kann sich nicht entscheiden, wohin er schießt. Rückwärts fährt der Dampfer, glaube ich. Ja, sollte er mal raufrotzen. Gucken wir mal, wie es jetzt so läuft. Jetzt ist er selber unter Beschuss. Beschussalarm wird angezeigt. Da fliegen die Granaten hinten auf Deck und gleich wieder ein Brand. 10.000 Trefferpunkte mit HE. Das ist schon outstanding, meiner Meinung nach, auf dieser Tierstufe. Wie gesagt, die Türme sind super flexibel. Was hier besonders ist, die drehen sich auch vorne rum. Alle drei. Und nicht wie bei der Izumo zum Beispiel, wo sich der hintere Turm nach hinten umdreht. Also, das macht dann schon Spaß, wenn man dann auch mal den Kurs wechselt. Ja, 45 Sekunden Turmdrehzeit ist schon absolut genial. 406 mm, das haben, ich glaube, auf der Tierstufe sonst nur die Japaner vom Kaliber her. Alle anderen sind vom Kaliber drunter, wenn ich jetzt der Meinung bin. Das muss ich mir kurz überlegen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es anders ist. Aber ich bin der Meinung, das sind nur Amerikaner. Die Japaner, Amerikaner sind ein bisschen drunter. Die müssten bei 385 oder so was an Millimeter sein bei Tier 7. Die Gneisen ist bei 380. Ja, also ist schon ziemlich heftig bewaffnet. Ja, sonst, was kann man sonst noch sagen? Sekundärreichweite ist standardmäßig 5 Kilometer, lohnt sich also nicht so groß zu skillen, aber wenn man erstmal in Sekundärreichweite ist, dann hat man hier schon ordentlich zu tun, der Gegner zumindest, weil wir hier 6x1 Rohr 120 mm haben und 6x2 Rohr 152 mm. Das heißt, das macht schon ganz schön Aua. Die Brandwahrscheinlichkeit von 10% ist auch nicht ohne, also gut, aber wenn man im Dogfight mit einer Nelson ist, dann wird das für die Nelson meistens schon schwierig, denke ich mir jetzt einfach mal. Es sei denn, sie macht es ganz clever, halt immer die Nase zum Gegner zu zeigen. Weil Breitseite darfst du mit der Nelson eigentlich gegen ein anderes Schlachtschiff nicht so zeigen. Und hier sieht man auch ganz klar die Stärke von der Nelson. Wir haben schon 7-mal in Brand, jetzt das 8. Mal in Brand gesteckt und das Feuer wütet. Du hast mit jeder Salve hast du eigentlich in Brand gelegt, bei so einer hohen Brandwahrscheinlichkeit. Oh, da kommt Torps. Torps von der Z2 und... Was ist das? Z46. Ja. Na, die hat es aber auch bald hinter sich, glaube ich. So. Die Hippe hat noch mal ein bisschen was kassiert, war aber noch nichts Weltbewegendes. Ein Schiff hat er hier schon rausgenommen, der Sashi. Und die Höchstgeschwindigkeit der Nelson beträgt 24 Knoten, was verhältnismäßig langsam ist für ein T7-Schiff. Das muss man schon mal so festhalten. Oh, Team Grün ist leicht im Rückstand, obwohl wir die Mitte erobert haben. Und wieder in Brand gesteckt auf der Nelson. Prinzipiell kann man sagen, die Nelson, wem die viele überlegen sich vielleicht die Nelson zu holen. Ich persönlich kann ganz einfach sagen, die Nelson lohnt sich definitiv, aber nur dann, wenn ihr Dunkirk fahren konntet. Wenn euch die Dunkirk gefallen hat, dann solltet ihr euch die Nelson auch kaufen oder darüber nachdenken. So, das ist das zweite Schiff, ein Brandstifter kassiert, nochmal 2-mal in Brand gesteckt. Jetzt sind wir bei 11-mal in Brand gesteckt. Also, einfach nur geil. Da macht das Fahren natürlich dann noch richtig Spaß. Ja, genau. Also wie gesagt, wenn euch die Dunkirk gefällt, dann solltet ihr über die Nelson nachdenken. Wenn euch die Izumo gefällt, möglicherweise auch. Mir gefällt die Izumo überhaupt nicht. Mir gefiel aber die Dunkirk wie Sau. Und ich bin von der Nelson ziemlich begeistert. Also die macht mir Spaß. Die fahre ich ganz gerne. Von daher, ja, müsst ihr euch überlegen. Ist natürlich eine Menge, ne? 375.000 Free XP. Wäre schon eine kleine Herausforderung. So, da kommt Torps. Oh, da habe ich 2 Torps kassiert. Und jetzt gibt es im Nebel ein bisschen Fratzengeballer vom Zerstörer. Die Z46
will mich da so ein bisschen an Kanterhaken nehmen. Sashi hat mich dann unterstützt und hat sich sozusagen ein Stück weit auch als Ziel angeboten. Das war nicht einfach. Also für mich war das Gefecht eine ziemliche Qual, auch wenn das nachher ganz gut funktioniert hat. Aber das war, muss man extrem viel aufpassen, da ist nichts leicht gewesen. Er fährt jetzt auf den Nebel drauf zu, das war so abgesprochen, um die Z46 unter Druck zu setzen. Und da ist sie, und jetzt ist die Z46 gleich Geschichte, denke ich mir mal. Jo, das war sie. Kommt zwischen den Torps noch durch, hervorragend gemacht. Und jetzt geht's in Richtung Checkpoint. Da kommen nochmal welche, die sind aber kein Faktor für ihn. Noch lieber punktemäßig vorne. So, ihr habt die Thumbnail schon gesehen. Wir sind jetzt bei 3 Kills, also stehen noch ein paar aus. Der Damage wird auch noch weiter steigen, also da könnt ihr euch drauf verlassen, das bleibt weiter spannend hier. So, Missouri getroffen, aber nicht in Brand gesteckt. Was man mit der Nelson auf jeden Fall machen sollte, ist sie auf Concealment skillen, also auf Verborgenheit. Wenn ihr einen Kapitän mit 10 Skillpunkten habt, solltet ihr auf jeden Fall darauf gehen, dass das Schiff weniger zu entdecken ist. Einfach aus dem Grund, dass das sehr zuträglich ist, den Gegner zu überraschen mit 406 mm Kanonen. Schaunhaus hat sich auch einmal erkenntlich gezeigt, hat einmal Breitseite gezeigt und es wurde gleich abgefackelt, hat gleich repariert. Müssen wir mal gucken. Ich mit meiner Scharnhaus hier nutze die Insel aus, damit ich hier nicht in den Dogfight komme. Also wie gesagt, der Concealment Skill ist relativ wichtig aus meiner Sicht bei der Nelson. Die standardmäßige Ruderstellzeit bei der Nelson beträgt 14,9 Sekunden. Was ich persönlich genau im Bereich finde. Ich komme mit Schlachtschiffen mit Ruderstellzeit um die 15 Sekunden ziemlich gut klar. Wer unsere British Diary guckt, kann das ja ganz gut sehen. Da gucke ich immer, dass ich irgendwie so geskillt bin, wenn es irgendwie möglich ist, da Einfluss drauf zu nehmen, dass ich die um die 15 Sekunden Ruderstellzeit habe, weil das für Schlachtschiffe eigentlich optimal ist. Für meinen persönlichen Spielstil, das muss jeder für sich entscheiden. So, jetzt sieht man, den Vorteil der Nelson. Einfach brennen lassen. Erstmal. Immer schön fackeln lassen. Keine voreiligen Reparaturideen oder Unternehmungen durchführen. Man sieht, wie viel man jetzt wieder aufbauen kann. Der graue Balken zeigt er mir an, wie viel Struktur man wieder aufbauen kann. Das ist absolut genial. Und das brutzelt immer noch. Jetzt ist der Brand gelöscht, ohne dass das Schadensbegrenzungsteam benutzt hat. Und wir werden sicherlich gleich sehen. Oh, Missouri brennt. Jetzt gibt die Scharnhaus auch nochmal einen. Gibt der Scharnhaus auch nochmal einen auf dem Deckel. Jetzt Schadensbegrenzungsteam benutzt und die Reparaturmannschaft reingesetzt. Da seht ihr, wie das wieder aufgebaut ist. Zack, zack, zack. Und schon haben wir wieder 54.200 Trefferpunkte. Das war schon eine eindeutige Geschichte. Jetzt wird es ziemlich eng hier. Eine Missouri brennt. Da kommt noch eine Atlanta von links rein. Die ihm da ganz schön zusetzt. Direkte Zitadelle frontal. Boah. 406 mm auf die paar Meter.
das haut dann natürlich auch komplett durch. Sicherlich ist jetzt die Atlanta nicht die stärkste gepanzerte, aber ist schon geil. So, dreifach Brand auf der Nelson. Jetzt ist es natürlich eine doofe Situation. Er hat jetzt beides benutzt, Schadensbegrenzungsteam und Reparaturmannschaft. Nicht so einfach. Nicht so einfach, das noch heil zu bekommen. Brand gesteckt und die Zeppelin brennt. Zeppelin, da ist der Kraken. Ach, ja, und die Detonation. Kacke. Ja, genau. Das war die Detonation, die ja auch schon angekündigt war. War für mich jetzt gerade fast ein bisschen überraschend. Oh je, schade. Also man konnte gut sehen, wie geil dieses Gefecht eigentlich lief. Man hat eigentlich noch ein paar gute Chancen gehabt, weil alle anderen Gegner ziemlich weit runtergeschossen waren. Die Yugumo ist noch da. Ich war auch zu dem Zeitpunkt noch da. Also da wäre noch einiges drin gewesen. Das war ganz cool gespielt, wie ich fand. Gerade der Abschluss war recht interessant. Und da haben wir jetzt hier 132.000 Damage zu Buche stehen, 5 zerstörte Schiffe, 2. und 3. Platz für uns als Division, was sich durchaus sehen lassen kann. Die Chance zum Gewinn war definitiv vorhanden. Ich würde einfach sagen, genießt die Abschlussbilder. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wird uns freuen, euch demnächst wieder weiter begrüßen zu dürfen in Livestreams oder in Replays. Und in dem Sinne, einen schönen Tag euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team, euer Maracha. Tschüss.